vorne so ein kleines Stück drüber kommt. Das ist jetzt praktisch die Simulation. Jetzt ist diese Teilung drin. Ne? Und das Spannende ist ja auch, dass wir jetzt sagen, wir haben die Platte, die man noch sieht. Ne? Also wir haben hier unten diese Karte, die da ist. Das finde ich ganz schön, weil sich dadurch der Blick auch nach hinten nochmal öffnet. Wir sind mehr als nur eine Schneiderei, wir sind eine Art kirchlicher Innenausstatter. Wir arbeiten zwar im Handwerk mit Maschinen und Nadel und Faden, aber gestalten Textilien, die auf den Raum, auf das Umfeld reagieren, in dem Fall halt auf die Kirchen, für die wir arbeiten. Und da greifen wir natürlich Elemente aus dem Raum auf und machen angewandte Kunst. Ja, und das Kanzelparlament war ja bis jetzt, war ja immer relativ klein. Wir können keine Modefarbe nehmen, sondern wir sind natürlich gebunden an das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr ist schon über 500 Jahre alt, ist damals vom Papst Pius eingeführt worden. Also da gab es eine Organisation, die dann eine verbindliche Festlegung der Farben beschlossen hat. Und in diesen Farbkanon, der eben Rot, Grün, Violett, Weiß und auch Schwarz beinhaltet, bewegen wir uns. Die Farben sind im Kirchenjahr an die verschiedenen Feste gebunden und haben immer irgendwie was damit zu tun, was in der Kirche passiert. Wir haben natürlich heutzutage die aktuellen Technologien. Ich bin vor 20 Jahren gekommen und da gab es nur eine Steckdose in der ganzen Werkstatt, weil wir eben alles mit Hand gearbeitet haben, handgestickt, handgewebt haben. Aber wir wollen unseren Kirchengemeinden, unseren Kunden Paramente anbieten, die ja die Sprache des 21. Jahrhunderts sprechen. Und deswegen haben wir gesagt, dürfen die auch mit Maschine gearbeitet sein, weil wir dadurch einfach viel, viel schneller sind. Wir haben also Stickmaschinen, Nähmaschinen. Wir haben die Aufgabe, zeitgemäß zu arbeiten, weil wir Kirchenräume akzentuieren. Und zwar evangelisch akzentuieren. Und das hat damals der Wilhelm Löhe eingeführt, 1858, also vor 160 Jahren, hat er die Paramentenwerkstatt hier in Neuendettelsau gegründet. Pfarrer Wilhelm Löhe hat 4 Jahre vorher die Diakonie gegründet in Neuendettelsau, hat bei den Katholiken geschaut, wo ist denn da der Akzent, und hat gesagt, wir müssen evangelische Paramentik machen. Und zwar schmücken wir nicht die Person, den Pfarrer, sondern wir schmücken Altar und Kanzel, also die Orte, die wichtig sind im Raum. Paramente sind im Prinzip Predigt für die Augen. Letzten Endes ist das, was wir mit den Textilien als Schmuck für den Altar oder die Kanzel herstellen, ist etwas, was immer im Raum ist, wenn Gottesdienst ist, wenn die Predigt an der Kanzel gehalten wird und schon alleine die Farbe spricht. Parament entsteht. Erstens braucht es mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis das fertig ist. Und dann ist es oft so, dass wir erst mal 2 oder 3 Mal in der Gemeinde gewesen sind, mit den Menschen vor Ort gesprochen haben, dass die Gemeinde zu uns kommt mit einer Delegation und uns besucht. Und wir natürlich dann, wenn wir zeigen können, was wir machen, dass wir sozusagen die Materialien individuell aussuchen, dann natürlich ein ganz anderes Verständnis da ist für unsere Arbeit und am Ende auch für den Preis der Paramente, die ja eben auch nicht billig sind, sage ich jetzt mal, oder eben schon auch manchmal die Gemeinde herausfordern, dass sie mehrere Jahre sammeln müssen.